Der Möbelmaler Fan-Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm. Größte Auswahl, kleinster Preis, Möbelmaler. Brian, hi, welcome. Thanks for being here. Ich möchte natürlich zum ersten Mal fragen, wie er selber das Spiel erlebt hat. Ich fand, er hat einen tollen Job heute gemacht. Brian, what do you think about your personal performance today? Oh, sorry. It won't work, I'm afraid. No. It does. Share? A try? We can share. Yeah, we can share. I felt, personally, first half I didn't play so well. I got my teammates involved. Offensively, I didn't do well. Shot a couple air balls. I don't know if anybody's seen it. Shot two air balls. But I feel like I did a good job of just passing the ball and rebounding and getting my team involved. So overall, I was happy we won the game. So that's the most important goal, to win. So I was satisfied. Ja, er sagt, er ist ganz zufrieden mit seinem Spiel. Er hatte ein paar Airballs, ein paar gute Rebounds. Er hat gut mit dem Team zusammengearbeitet. Und ich hatte sowieso das Gefühl, dass er sehr gut in das Team passt inzwischen, dass sich das eingespielt hat. Er hatte einige Minuten heute auf dem Platz. I feel like you fit pretty well into the team. You had quite some minutes on court today. How do you feel with the team performing? The team do a good job of embracing me, let me play my game. So I'm real comfortable out there. Since I arrived, the coach have gave me the green light, the freedom to play, just be me. In big moments, I get the ball, you know, run pick and roll. He trusts me with the ball. So basketball is a lot about confidence, and I have a lot of confidence within this team, and all the players have confidence in me. So it makes the game easy for me to play. Also er sagt, er ist super vom Team angenommen worden. Die lassen ihn sein Spiel machen. Der Coach lässt ihn sein Spiel machen. In den entscheidenden Momenten hat er Möglichkeiten, da auch selber zu entscheiden. Und er fühlt sich sehr wohl. Und er sagt auch, das hat alles natürlich auch mit Selbstbewusstsein zu tun, was in dem Spiel läuft. Und ich finde, er hat relativ viel Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, ob das einer von euch mal gesehen hat, was er so postet bei Instagram und so. Es sind ziemlich viele Selfies dabei. Brian, you post a lot of selfies, even topless. Okay. That seems quite self-confident to me. Okay. Yeah, I'm a very confident guy, you know, very confident. I have a lot of tattoos, and I got an addiction to tattoos, you know. So I feel like if I'm going to take the pain and I'm going to sit there and get a lot of tattoos, I want to show off my art. So I just like to show people, like, my art, my designs, my different tattoos and things of that nature, but I'm definitely a selfie guy. Like, I'm probably selfie king, you know? But I don't mind. I get a lot of likes now. A lot of people like my selfies. Let's just be honest. Really? Okay. I get a lot of likes. Okay, ja, also er gibt es zu, er ist sehr selbstbewusst. Ja, das hat er auch mal einen Applaus verdient, wenn sich einer hinstellt und das sagt, dass er selbstbewusst ist. Und zwar sagt er, das liegt unter anderem auch daran, dass er so viele Tattoos hat und er möchte die natürlich auch gerne zeigen. Für ihn ist das Kunst und er sagt von sich selber ganz bescheiden, er ist sozusagen der Selfie King. You got some new tattoos, quite new tattoos on your stomach, right? I got them maybe like 3 months ago actually when I was at home. I don't know what made me do it. I was just at home, I was bored. When I get bored, you get tattoos while you're bored? Yeah, and actually I have it's a tattoo place near my home. It said like West Side Tattoo, I don't know. Mm. It's like, you know what I'm talking about? That's crap. Sorry. Oh. I knew a better one. Well, I was thinking about stopping there and doing like just going there one day when I was bored, but I don't know. I haven't decided yet. Also, ich habe ihn gerade gefragt, er hat nämlich ein relativ neues Tattoo auf dem Bauch und er sagt, ja, das ist so 3 Monate alt und ihm war einfach langweilig und er wohnt in der Nähe von einem Tattoo Studio, das heißt West Side Tattoo. Werbung. Oh, but it's in West Ulm? Yeah, yeah. Well, somewhere. Da ist also ein Tattoo-Studio in seiner Nähe und ihm war einfach mal langweilig und dann dachte er, lass ich mich halt mal tätowieren. Gut, so kann man seine Zeit natürlich auch vertreiben. Do you know how many tattoos you have? No. No. Also er hat keine Ahnung, wie viele Tattoos er hat, but you have tattoos everywhere, like almost. some free space somewhere. I'm pretty covered. Okay, also er hat fast überall Tattoos. Er möchte mir jetzt nicht sagen, wo er keine hat. Brian, which part would you say do you play in the game? I mean, like, Pear was the leader and Adam was the funster. Who are you in the team?
Während er nachdenkt, kann ich das kurz übersetzen. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle er hat im Team, also wenn Per sozusagen der Chef ist, der Anführer ist und Adam ist mehr so der Spaßvogel. I don't really know. I mean, I just arrived here, only been here maybe like 2 weeks or something like that. So what I'm going to do is I'm going to let the fans decide what they want me to be. Okay, also ihr sollt entscheiden, was er sein soll. Seine Rolle ist quasi noch undefiniert. Also wer da eine Idee hat, kann sich gerne an uns oder natürlich an Brian direkt wenden. Was it you who recently got a puppy? Yes. Did you get that puppy, einen Welpen hat er bekommen, instead of or because of a girlfriend? No. Will wissen, ob er sich diesen Welpen, der heißt no. Drama, ganz niedlich, die Kleine, ob er wegen oder anstatt einer Freundin sich jetzt diesen Hund zugelegt hat. Well, actually, right now I'm single. So, my last dog, like, I got it 3 years ago. It was a poodle mixed with I forgot the other name of it, but it's like a little dog. Yeah. And when me and my girl broke up, she took the dog. No, serious? Take the dog. And you got lovesick, like because right. of the dog? So now I say I'm gonna get me a big dog and I'm gonna keep it for myself. Okay, also er hatte schon mal einen Hund, das ist 3 Jahre her, irgendein kleiner, er weiß es nicht genau, vielleicht Pudel, und als seine Ex mit ihm Schluss gemacht hat oder als sie sich getrennt haben, hat sie einfach den Hund mitgenommen und jetzt hat er sich einen großen Hund gekauft. Oh. How tall is she gonna be? I mean, she's puppy. A puppy. Yeah. Puppy. It'll get maybe, it's predicted to get maybe 40 pounds, so whoa. Yeah, it's gonna be a big dog. Okay, cool. Yeah. And who's taking care of her? My cousin. Your cousin? Yeah. So he's living in Ulm too? No. My puppy's in America. It's not no. in No! Serious? Yeah, it's not. It's but not. How do you stay in touch? Like writing postcards to your puppy? FaceTime. Ah ja, FaceTime. Okay, also Gott sei Dank hat der FaceTime der Welpe, das wusste ich tatsächlich nicht, ist bei seinem Cousin in Amerika. Kann man machen. Und es gibt FaceTime und so kann er seinem kleinen süßen Hund Drama beim Aufwachsen zugucken. You are not the newest or the latest player in the game. You got Ian. Are you two kind of a newbie club now? Are you hanging out and talking about fucking whatever? Well, we hang out because we live in the same building. So okay. So we eat together, we talk. You know, he went to the university in America. Yeah. Right, so we have a lot in common. And we also played against each other in the past in Russia. Because he played in Russia and I was playing in Russia. So we're familiar with each other. So, I mean, when he needs some help, I help him whenever I need help, he helped me. So. Okay, cool. Ja, ich habe ihn gerade gefragt, er ist ja jetzt nicht mehr der allerneueste Spieler im Team. Ian ist ja nun auch da. Und ob die beiden so eine Art, wie sagt man, Ersti- oder Neuen-Club haben, ob sie zusammen abhängen. Und er sagt er, ja, das tun wir tatsächlich, aber nur, weil wir im gleichen Gebäude leben. Sie haben viele Erfahrungen, haben beide in Russland gespielt, sind beide in Amerika zur Uni gegangen. Also vieles, worüber man sich einfach austauschen kann. And you feel good in the team and in Germany? Yeah, I like Germany. It's my first time playing in this country. You know, everybody's nice. Ulm is a very nice city. It's a lot to do here. It's not so big and not too small. It's just right. Mm-hmm. So it's kind of, I've got familiar with the city, like knowing how to get around and which restaurants to go. Where do you go? I still have trouble. Where do you go? Dan Burger. Where do I go to eat? Mm-hmm. Zero Up, Enchilada. Okay. But I have a problem in the city because the roads don't look normal to me, you know, because like the downtown. Roads? Yeah, downtown. Like, I don't know when I'm going the right way. So you're getting lost? Yes. Oh. Like, I don't know where I can park. I get a lot of, I got like 7 parking tickets. Oh. It's hard for me right now. Also, er fühlt sich generell ganz wohl. Er findet Ulm ist eine tolle Stadt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Für diejenigen, die das vorhin gehört haben, er ist also Single und ist öfter mal im 7-Up oder im Enchiladas anzutreffen. Aber leider verläuft er sich immer noch in der Innenstadt. Also wenn sich da jemand findet, der ihn so ein bisschen rumguiden kann, vielleicht finden sich da heute Freiwillige. Ha, da steht schon der erste Fan in der Reihe. Wunderschön. Are you ready for some fans questions? Let's go. Yes. Any questions? Hat jemand Fragen? Konzelmann, komm nach vorne. I know what's coming now. Are you speaking French? Okay, cool. Wait. Heute keine Kritik, aber wir fragen uns ja immer, wie dein Name wirklich ausgesprochen wird, dein Vorname, und wir hätten so eine französische Variante, wenn wir dich einfach Brian Rouge nennen würden.
no, not only Christian, but also the team, including me, was wondering how to pronounce your name. Was it Brion? Was it Brian? Was it Brian? And so we decided to just translate it into French and called you Brion Rouge. Rouge. No. Brion Rouge. And that was what Christian just wanted to tell you. No, it's pronounced Brian. Brian. Yes. Brian. 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 Yes. Brian. Brian. Okay, I've got to practice. Weitere Fragen. Kommt schon, die Schuhgrößenfrage. Lasst mich nicht alleine. Wie ist es denn da oben? Ihr dürft auch mitspielen. Serious? Es ist ein erster Fan-Talk. Ihr könnt fragen, was immer ihr wollt. Ja. Ja. Wo sie bis jetzt am besten gefallen hat? Hat er schon verschiedene Länder gespielt? Which place of playing or which club did you like most? Would I get in trouble if I don't say serious? Maybe Strasbourg. Strasbourg? Yeah. I played in Strasbourg. And you don't speak any French? It was a nice city. It's a lot of universities, so a lot of people speak English there. There's a lot of restaurants. The United Nations, that's what, you know, Barack Obama come. It's a pretty good city, you know, so it was easy to get around right next to Germany. I could come to Germany, go to the base, go, you know, it was just a great location, so I would say Strasbourg. But is it true that the Frenchmen don't talk too good English, the people living in France? I don't know. I mean, everybody spoke, if you play basketball, people are going to speak to you. It's not the same. But in the city? Everybody spoke to me or speak to me. I never had a problem communicating with people. Also am besten hat es ihm bis jetzt in Straßburg gefallen. Er sagt, es ist eine tolle Stadt und da leben so viele Studenten, die Gott sei Dank alle Englisch sprechen. Deshalb habe ich gefragt, ob es eigentlich stimmt, dass die Franzosen so schlecht Englisch sprechen. Dieses Vorurteil wurde gerade widerlegt. So. Fragen auf Deutsch sind auch erlaubt übrigens. Ja? Hi. Hello. thinking about yourself, you are a great basketball player. He said, do I think I'm a great basketball player? Yeah. I just think I'm good in a lot of things. I don't do anything great, but I do a lot of things good. So it makes me versatile. So I would say I'm a good player. Ja, also er sagt, er ist im Grunde ein guter Player. Er kann nicht alles perfekt, aber er kann vieles gut. Und das reicht im Zweifelsfall. Are there any other things you're good to besides playing basketball and PlayStation? You say, is there anything else I do here? Yeah. Like cooking, serving. Nah, I can't cook. Can't cook. I usually go across the street to it's a restaurant across the street from my house, San Marco or Pizzeria. It's right across the street from where. I don't know where you live. Not yet. You know where we live? It's a restaurant called San Marco. Yeah. You don't know this place. Do anybody know this place? Kennt jemand das Restaurant? You know Sankt this place? Marco? What's the name of it? But where do you live? I don't know where you live. I don't know where I live. Okay. Er weiß es auch nicht, Gott sei Dank. Bieber Street or Bieber Street. Bieberacher. Bieber? I don't know. Whatever. Die Frage vergessen wir jetzt. Also er kann nicht kochen, das haben wir festgestellt. Da hinten war doch gerade noch eine Frage. Oder wurde die jetzt zurückgezogen? Die Schuhgrößenfrage, no. Normally there's at least one kid asking, what is your shoe size? Okay, 12. 12? Yes. And in German? 46, ja. Also 46, auch das hätten wir geklärt, wenn keine weiteren Fragen mehr da sind. Vielen, vielen Dank. Thank you so much for being here, Brion Rush. Thank you for having me. Thank you, what a blast. Der Möbelmaler Fan Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm.